Und damit willkommen bei Ark Valhalla! Ja, es war ein wenig ruhig, wie ihr auf dem Channel gesehen habt. Es gab ein Haufen Probleme, deswegen starten wir auch direkt hier. Ich habe es endlich zum Laufen gekriegt und dachte, so, es läuft, Aufnahme, go! Gib ihn, noch schnell die Mucke nebenbei angemacht, damit wir die wieder dabei haben. Und Aufnahmetool und zack, gib ihn, weil ein Wunder ist geschehen. Der Server läuft endlich wieder. Ich komme endlich dazu, wieder aufzunehmen. Es ist ein Weltwunder. Ihr glaubt es nicht. Es war nur Theater. Seit 4 Tagen prügel ich mich mit diesem Server rum. Da kann auch weder der Anbieter was. Ihr wisst ja, dass unser Server von Nitrado kommt oder sonstiges. Es ist nun mal so, da wir Valhalla spielen, bin ich für die Updates komplett selber zuständig. Also ich habe mich denen verschworen, denn ich fuchs mich da gerne rein und alles. So, nun war das Problem. Ark hat ein Update bekommen. Somit musste die Mod Valhalla natürlich auch ein Update bekommen. Der Server war noch nicht geupdatet. Somit musste Nitrado auch noch ein Update machen. Ich musste ein Update aufspielen somit. Ich musste den alten Mod runternehmen, den neuen aufspielen. Dann habe ich den neuen Mod endlich gehabt. Ja, dann musste ich einmal im Single starten, damit ich eine bestimmte Datei bekomme. Ja, und ich konnte im Single nicht starten, weil mir der Mod meinen Grafikkartentreiber jedes Mal zerschossen hat. Es war bombastisch. Ich habe es endlich heute zum Laufen gekriegt. Wir haben jetzt 2 Tage ohne Folge auf dem Channel. Ich werde gucken, dass ich mich jetzt so im 20-Minuten-Rahmen bewegen werde. Damit ich diese eine Folge separat rendern kann. Ich stelle mir mal mein Handy so hin, dass ich das auch ab und an mal beobachten kann, wann wir gestartet haben. Ich schreibe mir mal eben die Zeit auf. So, also es gab nur Theater, wie ihr jetzt wisst. Warum leider Ausfall? Ja, dann habe ich auch noch selber, ich bin dabei, momentan nehme ich im Wohnzimmer auf. Und ja, will das natürlich ändern, damit auch mit, ne, also ich muss ja natürlich auch ein bisschen in den privaten Bereich rausnehmen. Und will gerade, sind wir am Umbauen, was die, oder ich bin am Umbauen, besser gesagt, was der Aufnahmebereich betrifft. Nun sieht es so aus, ich sollte mal meinen Krempel nebenbei loswerden, nehmen wir den Quetzel dafür. Haben wir hier eine Tür eigentlich? Nein, ne? Nein. Ja, dass ich da eben halt dann auch ziemlich viel beschäftigt bin. Deswegen habe ich auch nicht getwittert, was los ist. Denn ich wusste ja jetzt nun auch nicht direkt, woher der Fehler kommt. Was, warum, weshalb, wieso. Das konnte ich euch ja jetzt dann auch nicht direkt sagen. Ich musste mich auch reinlesen, reinfuchsen und alles. Achso, ja, weil wir hier nicht frieren, glaube ich, war das so, ne? Irgendwie war das so. Genau. Stimmt, aus der letzten Folge, wir haben ja... Ach, jetzt... Ja, Together haben wir natürlich vorher aufgezeichnet. Together ist momentan noch gar nicht davon betroffen. Deswegen bin ich froh, dass das zumindest jetzt ein wenig läuft. Somit ist Together wahrscheinlich auch endlich wieder gesichert. Weil Together wird immer so für 14 Tage im Voraus aufgenommen. Wir bringen es ja nur alle 2 Tage. Aber kommt noch was... Werdet ihr noch sehen. Der Spawn ist höher. Schön. Ist somit noch nicht davon betroffen. Es hat mich wahnsinnig geärgert, dass das Single leider ausgefallen ist. Naja, und dann bist du eben halt noch am Machen fürs neue Büro. Für den neuen Studio kannst du nicht sagen. Es ist ein neues Zimmerchen. Aber da müssen eben halt Vorkehrungen getroffen werden. Genau, unseren Krempel haben wir hierher gebracht mit. So. Ja, dann nächste Ankündigung. Es hat keins der Tiere es rüber geschafft. Sie werden... Also, ich war noch gut der Dinge, dass ich irgendwie eine Lösung hinkriege, dass wir hier die Tiere raufkriegen. Dem ist leider nicht so. Das heißt, wir werden... Ja, ich werde die Tiere erschaffen. So, dass sie ungefähr so sind, wie wir sie zum Schluss hatten. Natürlich kann ich das mit der XP-Rate, muss ich mich erst reinlesen, wie ich das wieder hinkriege.
Ja, müssen wir leider auch machen. Ich sage, es läuft momentan drunter und drüber. Ich würde am liebsten ganz viel machen. Und ja, es funktioniert leider immer nicht so, wie man es gerne hätte. Kennt der ein oder andere vielleicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh darüber, dass der Server wieder läuft. Mehr als froh, denn ich hatte schon Angst, dass wir wieder, ja, es knicken können mit der Mod und mit der Map somit. So, Klamotten wieder an. Wäre ich ziemlich traurig drüber gewesen, denn mir macht die Map doch wahnsinnigen Spaß, denn wir haben einen Ort gefunden. Und zwar bevor das Ganze anfing, dass ich nicht aufnehmen konnte. Genau, ich kann euch ja von den Datums her das erzählen. Ihr werdet die Folge vielleicht morgen oder übermorgen sehen. Wir haben heute den 14. Donnerstag eben halt. Und am 10. ging es los. Die letzte Aufnahme together war am Donnerstag. Genau, vor einer Woche also. Ja, Wochenende wollte ich aufnehmen, hatte es zeitlich aber nicht geschafft und wollte mich Montag ansetzen, genau. Montag wäre noch alles perfekt gewesen. Von der Zeit her, es hätte perfekt gepasst. Hier leckt es gerade ein bisschen. Ein paar Frame-Einbrüche, wir fliegen mal höher, dann kommt durch den Regen mit. Habe ich irgendwas in der Grafikeinstellung geändert? Wir könnten die noch auf Mittel stellen, bringt aber eigentlich nicht so viel was. Kantenglättung ist aus. Allgemeine Schatten haben wir auch ausgemacht. Texturen. Ja gut, die können wir auch mal auf Mittel stellen. Obwohl. Hoch hätte ich sie doch schon lieber. So, jetzt kann ich weiter erzählen. Ja, habe ich was entdeckt noch an dem Tag? Wo ist uns jetzt wahrscheinlich hinziehen wird? Ne, wird es. Also ich finde den Platz mega geil. Ich zeige euch das da einfach mal. Wieso? Ich hoffe, die Musik wiederholt sich jetzt nicht zu oft. Ich behalte das mal im Auge. Ist ein geiler Platz. Fliegen wir gleich mal als erstes an. Naja, was noch? Ja, Airdrops. Hatten wir auch ein Problem. Hab ich geändert. Ein neuer Mod ist drinne. Der Mod, den wir vorher drin hatten. Better Beacon funktioniert mit Valhalla leider nicht. Und ui. Somit haben wir jetzt auf einen anderen Mod gewechselt. Ich weiß gar nicht jetzt, wie der heißt. Irgendwas auch mit Beacon and Chance oder irgendwie sowas. Exchange. Irgendwie so. Es steht auf jeden Fall unten in der Beschreibung drin. Haben wir mal eben fix geändert, damit auch die wieder einigermaßen funktionieren. Ich hoffe, der Spawn ist jetzt auch höher. Ich wollte mich darum eigentlich auch gekümmert haben. Aber ich sage ja, es liegt viel an. Ich nehme gerade neue Let's Plays auf. Ich habe gerade ein neues komplett aufgenommen. Folgt jetzt auch die Tage, dann habe ich ein neues Renderprogramm, ich nehme mit einem anderen Aufnahmetool deswegen auf und es macht sich einiges her. Ich möchte euch natürlich am besten die beste Qualität liefern, die zu haben ist oder die ich liefern eben halt kann. Es ist ja nun mal so leider, dass ich, wie der ein oder andere mitgekriegt hat, nicht den besten Rechner habe, dadurch auch manchmal die FPS-Einbrüche. Ich muss mal gucken, wir fliegen. Wir müssen da lang. Naja, und also von der Grafikkarte her wird's vielleicht, geht's einigermaßen. Also das ist nichts wow zum Umwerfen, aber auch nichts jetzt, oh, mega schlecht. Es ist einfach so, der Rest der Hardware ist einfach Müll. Punkt. Der Rest ist Müll. Basta. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes und wollte jetzt endlich zusehen, dass ich auch in 1080 die Videos rauskriege und nicht nur in 720. Das lag daran, weil ich vorher mit dem, wo ich mich nicht drüber beschweren möchte, mit dem mega guten Tool Lightworks gearbeitet habe. Mit der Free-Version und ja, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ob jetzt, da habe ich mir dann gedacht, 720 oder 1080 ist wurscht.
ist es umsonst. Das Einzige, was du tun musst, ist, geh auf die Seite und registriere dich. Punkt. Mehr wollen die gar nicht. Naja, aber wenn du dann regelmäßig den Rechner irgendwann mal neu machen musst, weil du wieder Mist gebaut hast oder sonstiges. Oder ich das eine Mal wollte eine Spielerei ausprobieren und hab mir dann mal wieder den ganzen Rechner zerschossen damit. Da musst du diese Datei, also wenn du den Rechner irgendwann umbenennst, eben halt in Kirby Cobain, dann heißt er irgendwann CC, dann heißt er irgendwann Open Bane oder was weiß ich nicht, denn irgendwann erkennt Lightworks, dass du den Rechner umbenannt hast und dann musst du das offline machen. Sprich, damit du wieder weiterarbeiten kannst. Naja, weg davon. Neue Sachen, neues Thema. Ich weiß eben halt nicht, wann die Folge kommt für euch. Ich werde mein Bestes geben. Ich mache momentan Proberendern mit dem neuen und habe jetzt mit dem neuen Let's Play die ersten 5 Folgen, 6 Folgen gerendert. Und das war verdammt lang. Verdammt lang. War mir fast zu lang, aber vielleicht bin ich auch anders gewöhnt oder verwöhnt. Ich weiß es nicht. Weil jetzt ist die Qualität ja auch höher. Naja, so, wir sind angekommen. Und zwar habe ich hier was Schönes gefunden. Erstmal war ich von dem Airdrop abgelenkt. Momentan hausen wir da. Genau da. Ich würde das Haus auch stehen lassen. Also unsere kleine Fischerhütte da. Vor allen Dingen gerade, weil die Karte so groß ist, ist das gar nicht so schlecht. Wenn wir mehrere Orte uns bauen, habe ich ja euch auch schon erzählt gehabt, dass wir dieses Mal mehrere Orte bauen werden. So kleine Häusle einfach, weil ihr seht, die Karte ist riesig. Das Hinfliegen und Hin- und Herfliegen dauert manchmal. Und vielleicht muss ich ja auch mal notgedrungen irgendwie oder was. Warum, weshalb auch immer, wir bauen auf jeden Fall mehrere kleine Hütten. So, und unsere Hauptbase, ja, unsere Hauptzuhause kommt. Und davon lasse ich mich nicht abbringen. Hier hinein. In das obermega-geilste, was es gibt. Und vor allen Dingen, das Ausmaß ist so gewaltig, dass ich Angst habe, dass wir das niemals bebaut kriegen, alles. Natürlich, Punkt A ist, wir brauchen ein Schiff. Klar, ein Floß. Weil hier haben wir nur ein paar Palmen, die werden nicht viel bringen, die möchte ich eigentlich alle stehen lassen. Oh. Das war ein Leck. Was war ein Server-Leck? Das war nicht bei mir, weil FPS sind bei 40. Die möchte ich stehen lassen, einfach. Punkt. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Wir werden uns hier eine... Ja, einen riesen Teil bauen. Egal, was wir wollen, wir werden das hier machen. Hab ich beschlossen. Wir können uns hier Wassersaurier reinholen. Wir können alles, was wir wollen... hier für uns wir haben hier sogar Steinvorkommen, sehe ich das richtig? Tatsache, hier auch wieder kleine Palmen und ich habe mir überlegt, hier eine Brücke rüber zu bauen und es wird mega gewaltig, was wir hier draus machen. Also da lasse ich mich auch nicht von ab. Ja, das heißt natürlich für uns, wir müssen uns ein Floß bauen. Wir haben natürlich noch ein paar Teile zu Hause, aber das kleine Zuhause lassen wir jetzt mal gerade so, wie es ist. Die paar Sachen werden uns jetzt auch nicht umbringen, die da sind. Ich würde sagen, wir hauen wirklich rein, bauen uns ein Floß, ein, zwei Schränke und dann können wir da ordentlich Holz drauf schmeißen. Mit den Sauriern mache ich das so, die werde ich einfach bei Gelegenheit dazu holen. Ich weiß jetzt noch nicht, wann direkt. Denn auch die Seite war gerade am Updaten. Ist ja momentan, habe ich einfach ein Glück. So, wir sammeln mal ein bisschen Holz ein. Also ich hoffe, es wird sich jetzt alles legen. Also heute werde ich reinklopfen, damit wir ordentlich Folgen zusammenbekommen. Einmal hier schnell den Lusher machen. Ja, alles okay.
So, es soll natürlich auch einiges von Ark wieder gekommen sein. Wir sollen neue Dinos drin haben, wir sollen... ja, vom Mod selber her, beim Vulkan wurde irgendwie was geändert, habe ich gelesen. Weiß ich auch nur, warum, weil das irgendwie andauernd mich am Wickel hatte. Immer wenn er das aufladen wollte im Single, ist er mir weggeschmiert. So beim Starten des Spiels, wenn unten links hat, lädt das dann immer und dann steht Wasser gerade lädt. Und genau dann ist er abgeschmiert. So, Strukturen, verschiedenes. Ich weiß gar nicht, worunter. Ah, verschiedenes. Okay, wir brauchen 250 Holz und einiges an Fasern. Leder haben wir noch mit. Fasern sammeln wir gleich. Ich hätte die Fasern auch mitnehmen können, denn das waren unsere, glaube ich. Ja, heißt rein theoretisch, würden wir komplett bei Null anfangen. Was den Server betrifft. Wir haben natürlich ein... Gehst du weg. Zack. Zack. Nein, 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 noch einer. Lass Apex in Ruhe hier. Los. Denn sonst haben wir gleich ein Problem. Okay, da kannst du sitzen bleiben. Das ist eine gute Idee. Ja, heißt rein theoretisch würden wir komplett, was den Server betrifft, bei Null anfangen. Das wollten wir uns natürlich selber nicht mehr geben. Ich hatte euch ja erzählt, warum es zum Wechsel kam, der Map. Da haben wir natürlich ein klein wenig nachgeholfen jetzt. Aber sonst werden wir mit vielem einfach wieder bei Null anfangen müssen. Oh, wir hätten mal hier Fleisch sammeln können von denen. Denn ich sehe gerade... Wir haben Hunger. Hier liegt ihr, ne? Ja. Vier rohes Fleisch. Haben wir hier noch ein? Nee, wir schauen mal kurz im... Da oben ist doch noch einer, oder? Ist er das? Jawohl. Noch zwei und... Nee, das ist eine Muschel. War es das? Waren noch drei, oder ne? Tut mir leid, mein kleiner Freund, aber wir haben Hunger. Ich mach's schnell, versprochen. Ich versuche es, hau doch nicht ab. So. Na, ah, ich hätte mal die Spitzhacke benutzen sollen, ne? Ich hält. Naja, man merkt, bei Ark raus. So, ich hoffe, das wird nicht nochmal passieren, dass Ark wieder ausfällt, weil das hat mich jetzt auch echt wirklich sowas von nicht vorbereitet. Also, ich war kein Stück darauf vorbereitet. Normalerweise nehme ich immer im Voraus auf. Und zwar eigentlich genug. So, dass ich dachte, ja, gut, ne, du hast, die, gut, dann bist du diesmal ein bisschen spät dran, aber wenn du das so machst wie heute jetzt, du nimmst eine Folge auf und, nimmst eine Folge eben halt auf, renderst die, dann klappt alles noch und dann haust du, ziehst durch danach. Steine brauchen wir. Und Flint. Also alles kein Problem eigentlich, ne? Läuft. Naja, und dann sitze ich Montag hier, schmeiß alles schon mal im Vorhinaus an. Also sprich, Ark war noch gar nicht gestartet, sondern Aufnahmetool gestartet. Da habe ich auch noch mit Aus City aufgenommen. Alles angemacht, Musik schon angehabt. Und Ark schon dann gestartet. Und ich denke, ja gut, einloggen, klar. Machst du dann mal fix. Ich musste dann auch zu der Zeit noch den Server mal anmachen. Warum, weiß ich auch nicht. Das haben wir auch noch nicht gelöst, das Rätsel. Warum der Nitrado-Server manchmal... also er soll neu starten. So, noch ein paar Steinchen.
Ja, dann auch.